Bahn ist das letzte richtig große Stück, was bei uns in Deutschland auch noch über die Börse gehen soll. Es ist eine Illusion zu glauben, dass es in jedem Falle effizienter und besser wird. Die Frage ist, warum muss diese Bahn an die Börse gehen? Private, wenn sie Eigentümer der Bahn sind, haben das nicht das Interesse, eine Bahn zu betreiben, sondern Geld zu verdienen. Sie werden die Bahn auf den Rest zusammendampfen, der einen maximalen Gewinn verspricht. Die Bahn ist was anderes. Die ist an sich nicht prädestiniert dafür, Investoren Milliarden zuzuschanzen. Die ist prädestiniert dafür, die Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen. Die Hoffnungen waren ja bei der Bahnprivatisierung, dass der Bundeshaushalt entlastet wird. Aber das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, das wird nicht aufgehen. Das ist eine falsche Politik und die Politik ist berufen, das zu verhindern. Man wird sehen, dass in den kommenden 12 Monaten diese Entscheidung irgendwie auf Spitz und Knopf steht, aber es ist möglich, dass es abgeblasen wird.